bin Daniel Weber, ich komme aus Altdorf und kandidiere für die FDP Altdorf für den Landrat. Ich bin 23 Jahre alt, arbeite als Vorsorgespezialist bei einer Bank in der Zentralschweiz und bin sportlich sehr aktiv. Ich bin zum einen seit über 15 Jahren bei Floorball Uri im Unihockey dabei, spiele aber auch gerne Golf oder gehe viel wandern. Ich habe einen Unihockeyball mitgenommen. Wie schon gesagt, ich bin seit über 15 Jahren bei Floorball Uri dabei, habe dort sehr viel gelernt über den Teamzusammenhalt und ich finde, das ist eine super Lebensschule, Sport, Teamsport und deswegen ist der Unihockeyball etwas, das mich sehr gut vertreten tut. Ja, Angelo, du hast gesagt, die sportliche Welt fasziniert dich. Jetzt willst du in die politische Welt eintreten. Warum willst du in Landrat gehen? Ich höre oft in meinem Job, aber auch im Team, was ein bisschen die Sorgen sind von den Leuten. Und ich sehe, wenn ich etwas bewegen will, dann kann ich das nicht nur am Stammtisch machen, sondern da muss ich raus in die politische Welt. Weil dort kann ich Sachen bewegen für den Kanton Uri, um etwas dort zu verbessern. Du trittst für die FDP an. Warum hast du das Gefühl, kannst du in der FDP am meisten bewegen? Ich bin überzeugt, dass Freiheit, wirtschaftliche Entwicklung und Förderung von Bildung, das sind Punkte, die uns als Bevölkerung weiterbringen können. Und da ist die FDP sehr stark in diesen Themen. Deswegen sehe ich mich dort am richtigen Ort. Gibt es ein Thema, das du sagst, für das möchte ich mich ganz besonders einsetzen im Landrat? Ja, definitiv. Fokus jung und alt. Ich merke, es gibt eine ältere Bevölkerung im Kanton Uri. Viele Junge gehen raus. Und ich glaube, da ist der Fokus, dass man wieder schauen kann, wie kann man die Jungen im Kanton Uri behalten und das Zusammenleben zwischen alt und jung sicherstellen, dass das gut weitergeht. Was sagst du zu einer Einführung von einer Mautgebühr am Gotthard? Ich bin generell positiv für die Idee mit einer Maut beim Gotthard. Es ist sicher eine gute Idee für den grossen Fernverkehr, aber für die Lokalbevölkerung müsste man einen anderen Lösungsansatz finden, dass man das aufteilen könnte. Wir haben aktuell 38'000 Leute, die im Kanton Uri wohnen. Was würdest du dazu sagen, wenn es mal 50'000 wären? Also ich finde, der Kanton Uri ist ein Traumort zum Leben. Natürlich die Schwierigkeiten mit dem Platzverhältnis, aber ich denke, da haben wir definitiv noch genug Flächen, die man nutzen könnte. Was sagst du dazu, dass man bei der Stiftung Papilio spart beim Budget? Ich denke, gerade bei der Bildung, Förderung von Jugendlichen, dort sollte man nicht sparen. Und ich habe das Gefühl, da ist ein Ort, wo man definitiv die falschen Kosteneinsparungen macht. Da gäbe es andere Bereiche, wo man besser könnte das Geld wieder reinholen. Was sagst du dazu, wenn man im Kanton Uri ein Bundesasylzentrum eröffnet? Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Grundsätzlich sage ich, dass die Kanton Uri im Asylwesen auch eine wichtige Rolle übernehmen. Ist aber wichtig zu sagen, es darf nicht zu viel sein auf die Bevölkerung, die wir haben. Was findest du dazu, wenn man beim Schreiben den Genderstern braucht? Bin ich jetzt generell dafür. Wenn man das in einem beruflichen Rahmen das einsetzen tut, ist das für mich absolute Pflicht, damit alle inkludiert sind. Im privaten Rahmen, wenn ich das WhatsApp schreibe, habe ich das Gefühl, braucht es das jetzt nicht immer. Ja, Angelo, du hast gesagt, jung und alt, das Zusammenleben von jung und alt ist dir wichtig. Jetzt werden wir ja immer älter, das ist schön. Aber heute ist ja schon manchmal knapp in den Altersheimen mit den Plätzen. Was ist so dein Patentrezept, deine Lösungen für das Problem für die Zukunft? Ich denke, da müssen wir ganz klar den Beruf in der Pflege attraktiver machen, dass wir dort mehr fördern können. Wir haben jetzt eine erste Initiative auf Bundesebene gehabt, aber die geht definitiv nicht weit genug. Ich kenne das von daheim, meine Partnerin ist in der Pflege und sie merkt von diesen ganzen Erneuerungen, von diesen ganzen Förderungen bisher noch gar nichts. Was müsste noch mehr gemacht werden in der Pflege? Ich denke, man müsste die Bedingungen verbessern vom Arbeiten. Das heisst nicht nur mehr Lohn, das ist sicher ein Aspekt. Aber auch, dass man dort mit dem Einspringen klare Regelungen findet, dass man nicht andauernd arbeiten muss, eben genug Personal auf die Beine stellen kann. Und natürlich die Weiterbildung fördern der Mitarbeiter, dass die sich weiterentwickeln können und dort auch bessere Berufsperspektiven haben. Zusammenleben jung und alt heisst auch, dass die Jungen im Kanton Uri bleiben. Was ist aus deiner Sicht wichtig, dass wir keine Abwanderung haben von den Jungen? Ich denke, das sind zwei Hauptelemente zum Tragen. Zum einen die wirtschaftliche Förderung von Start-ups, von innovativen Firmen, dass man da
Jobs mit Perspektiven in den Kanton Uri zurückholen kann. Und die zweite Massnahme ist klar die Förderung von Kultur, von Sportangeboten, von Freizeitangeboten. Ich denke, da haben wir schon viel zu bieten, könnten aber noch viel mehr machen, wenn man sich vergleichen tut mit städtischen Regionen. Die Sorgen der Bevölkerung bewegen mich, in die Politik einzusteigen. Mit einem klaren Fokus auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung werde ich mich für die Bevölkerung des Kantons Uri einsetzen. Bildung und Förderung von Sport und Kultur ist mir dabei eine Herzensangelegenheit. Ich setze mich dafür ein, dass der Kanton Uri ein lebenswerter Ort für Jung und Alt ist. Vielen Dank für eure Unterstützung.